Was geht ab YouTube? Mein Name ist Dominik, ich bin Powerlifter und damit herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem YouTube-Kanal. Bevor das Video richtig losgeht, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und einen Kommentar für den Algorithmus schreibt und natürlich auch gerne ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert. Würde mich auf jeden Fall alles sehr freuen und unterstützen. Und damit auch herzlich willkommen in der Samstagseinheit. Gestartet mit High Bar Paused Squats. Diesmal habe ich versucht, wirklich die Pause einzuhalten. Hat so semi geklappt. Aber das Ziel war auch, Samstag erstmal das Problemchen mit den Knien in den Griff zu bekommen, dass sie nicht so, ja, ich sag mal, hin und her traveln. Was ja auch ganz gut geklappt hat, wie man hier im Hintergrund sieht. Übrigens hier mit 135 Kilo gingen sehr gut. Also von daher, es hat gut geklappt. Mein Coach war auch sehr zufrieden damit, weil das eben, wie gesagt, deutlich besser aussah mit den Knien. Ja, als zweite Übung stand dann wieder Tempo Leg Press auf dem Plan. Ich muss mal gerade gucken, mit wie viel Gewicht es war. Ich habe auf jeden Fall wieder meine Reps in Reserve von 2 bis 3 gut einhalten können. Das war nicht das Problem. Und wir hatten in dem Topsatz, den ihr da gerade seht, 340 Kilo. Also wir sind langsam auf einem richtig guten Weg. Also negative schön langsam mitgenommen, schön explosiv, sage ich mal, dann rausgedrückt, lief richtig gut, habe die Beine auch wieder sehr gut gespürt, also es ist wieder sehr, sehr gut gewesen. Und als dritte Übung standen auch wieder Tempo-rumänische Deadlifts an, hier in dem Clip gleich zu sehen mit 46er Kurzhanteln. Auch die haben sich schon mal wieder deutlich besser angefühlt als letzte Woche, also auch hier wieder eine Steigerung zu verzeichnen. Ja, und als letzte Übung natürlich wieder die Ab Crunches, aber davon habe ich diesmal kein Video, weil ich es einfach nicht so wirklich sehenswert finde. Es ist ja auch nothing special, muss halt einfach gemacht werden, steht im Plan mit drin, ist eben, um die Rumpfstabilität nochmal zu verbessern. Ja, aber alles in allem natürlich wieder ein sehr geiles Training, war allgemein eine sehr gute Woche, muss man sagen, bin sehr zufrieden. Ja, und dann sehen wir uns gleich nach dem Training. Und dann in der Sonntagseinheit. Ja, ich bin gerade durch mit der Samstagseinheit. Pausierte Kniebeugen standen wieder auf dem Plan. Tempo Leg Press, Tempo Romanian Deadlifts und eine Bauchübung. Werdet ihr entweder hier vorgesehen haben oder hier nach, je nachdem wie ich es schneide, mal gucken. Ja, war auf jeden Fall alles sehr gut. Überall wieder eine Steigerung gehabt. Das Problemchen mit diesen nach innen fallenden Knien bei der Kniebeuge habe ich heute auch schon angegangen. Es ist auf jeden Fall deutlich besser als letzte Woche schon mal. Also ich denke mal, es ist auf dem richtigen Weg. Dauert natürlich, sich daran zu gewöhnen, weil es halt eine neue Technik ist. Aber ja, von daher, wie gesagt, es ist auf dem richtigen Weg. Dauert halt jetzt ein bisschen. Ne? Aber es hat sich schon mal deutlich leichter angefühlt, obwohl wir wieder 5 Kilo mehr hatten im Beugen. Deswegen, ich denke mal, wie gesagt, dass es auf dem richtigen Weg ist. Tempo Leg Press war auch wieder mehr Gewicht. Rumänisches Kreuz eben auch. Bauchübung war ungefähr gleich. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr gute Einheit. War nicht so anstrengend wie letzte Woche, obwohl wir überall mehr Gewicht bewegt haben, was ja ein sehr gutes Zeichen ist, dass wir, wie gesagt, auf dem richtigen Weg sind. Ja, für mich geht es jetzt nach Hause. Shake habe ich schon getrunken. Coffee Caramel von ESN. Kann ich euch sehr empfehlen. Probiert es mal aus. Wenn ihr die Möglichkeit habt, im Studio oder so einen Shake euch zu gönnen oder ihr die Sorte zu Hause habt. Wie gesagt, schmeckt richtig nice. Kann ich nur empfehlen. Ja, wie gesagt, die Fights nach Hause. Dann gibt es für mich gleich mein Post-Workout-Meal. Ja, dann gehe ich meine Runden noch. Heute Abend wird noch gegrillt. Und dann geht es morgen wieder ins Training, wo Bankdrücken ansteht. Ich kann schon mal so viel verraten. Es steht ein Single drin, wie der Zweisekönig pausiert mit 120 Kilo. Und danach die Backoff-Sätze mit 102,5 Kilo. Seid gespannt, bleibt dran, wenn ihr sehen wollt, wie die laufen werden. Ich habe auf jeden Fall Bock. Genau. So, wir sind jetzt am Sonntag. Ne, gibt schon Pre-Workout bei mir. Heute ein Rain Body Fuel in dem Geschmack Mango Medic. Wir können mal kurz hier drauf gucken. 160 Milligramm Koffein in der Dose, kein Zucker. Ja, sieht man hier dann natürlich auch. Ich werde ja mal kurz probieren.
Ja, ich muss noch mal ein kleines Stückchen. Also wer den Monster mit Mango-Geschmack kennt, den ohne Zucker, dazu würde ich sagen, der schmeckt recht ähnlich. Ja, ich finde den jetzt, den Rain, sogar noch ein bisschen, so gar, also wirklich nur so einen kleinen Tick intensiver vom Mango-Geschmack her. Die haben natürlich immer mehr Kohlensäure als die Monster, finde ich, also so habe ich das bis jetzt immer wahrgenommen. Aber alles in allem schmecken die immer gut und auch der jetzt mit dem Geschmack, mit dem Mango-Geschmack kann man auf jeden Fall mal trinken. Das ist noch was anderes, erfrischend, gerade bei den etwas wärmeren Temperaturen jetzt noch. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, für mich geht es jetzt gleich ins Training. Ich trinke den jetzt noch aus, gucke noch ein bisschen YouTube-Videos vorher und dann sehen wir uns gleich im Gym, wenn es auf die Bank geht. So, und auch damit ein kleines Willkommen in der Sonntagseinheit hier im Voiceover. Ja, am Sonntag stand mal wieder Bankdrücken an. Als erstes der Single mit der zweisekündigen Pause unten auf der Brust. Hier mit 120 Kilo, haben sich sehr schön bewegt. Little PR, aber war sehr nice. Und danach die Backoff-Sätze diese Woche mit 102,5 Kilo. Sind auch alle sehr geschmeidig verlaufen. 5 Sätze ja wieder, 4 Wiederholungen. Sahen alle wieder quasi gleich aus, was natürlich super ist. Also besser geht es ja gar nicht. Bank ist da auf jeden Fall zum Glück auf einem sehr guten Weg. Und danach stand wieder die 4 gewohnten Rückenübungen an. Einmal Lat Rows, danach Lat Pulldowns, Upper Back Rows und Upper Back Pulldowns. Ja, Back Pump bzw. Rückenpump war auf jeden Fall wieder geisteskrank danach. Wer auf Instagram es gesehen hat, ja, der weiß, wovon ich rede. Also der Rücken war wieder gut auf Pump, hab den wieder top gespürt, also es war sehr nice. Aber am meisten freue ich mich natürlich darüber, wie das Bankdrücken verlaufen ist. Ja, gerade mit dem Single und danach den Backoff-Sätzen sind für mich ja jetzt schon ja, ordentliche Gewichte. Und das, ich sag mal, nach nur 4 Wochen DM-Prep jetzt. Also ich bin da auf jeden Fall sehr positiv gestimmt, wie die Entwicklung, beziehungsweise was die Entwicklung auf der Bank angeht. Weil bis jetzt läuft es ja alles top nach Plan. Wie im Voiceover da vorher ja schon gesagt hatte, die ganze Woche lief richtig gut. Ja, also wir sind auf dem richtigen Weg. Es macht doch mega Spaß, das Training, weil es eben auch so gut läuft. Und weil man eben auch die Muskeln alle sehr spürt. Ja, die neuen Techniken in den Grundübungen machen sich endlich bemerkbar. Beziehungsweise man ja, merkt einfach, dass man so mit der richtigen Technik oder mit der deutlich besseren Technik eben noch viel, viel mehr Potenzial hat, was man vorher ungenutzt gelassen hat. Ja, also für mich war es auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, ins Coaching zu gehen, ja, weil gerade durch diese Verbesserung und immer dieses, ich sag mal, Feedback von außen, ja, ich kann damit sehr viel anfangen, es hilft mir sehr. Ja, man sieht, ja, es geht voran, ne? Wir haben ja jetzt noch ein paar Wochen vor uns. Die DM ist ja erst Mitte September. Ja, ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe auf jeden Fall ultra Bock, ja, die nächsten Wochen noch richtig durchzugrinden. Auch wenn natürlich nicht mehr ultra viel passieren wird, weil die richtige Arbeit wird dann danach getan, von der DM bis zur nächsten Landesmeisterschaft nächstes Jahr. Aber trotzdem werden wir natürlich alles geben auf der DM, um mit einem bestmöglichen Total rauszukommen. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. So, Training ist durch. Ihr habt gesehen, Post-Workout-Meal ist auch schon drin. Gab schön was vom Grill. Heute gab es T-Bone-Steak, gestern gab es Tomahawk-Steak. Also wir haben uns ganz gut gegönnt am Wochenende. Ja, wurde, wie gesagt, beide Male gegrillt, habt ihr ja gesehen. War auf jeden Fall köstlich. Ja, ich bin jetzt hier gerade noch auf meiner Runde, wie man sieht. Ja, noch ein paar Schritte sammeln nach dem Training. Ja, ein bisschen Aktivität noch voll kriegen. Ja. Training lief ja sehr gut. Gestern die pausierten Kniebeugen, ja, gerade mit diesem Knee Travel, der ja deutlich, deutlich besser war, schon mal jetzt wieder. Also fast gerade die Knie sind kaum nach innen gefallen, was ja genau das Ziel war, was wir erreichen wollten. Also Beinpresse und rumänisches Kreuzheben war ja auch wieder besser, genauso wie Bauch gestern. Also da alles in allem wieder eine schöne Steigerung gehabt. Genauso wie heute habt ihr gesehen, der Single auf der Bank, zweisekündig pausiert mit 120 Kilo. War auch eine schöne Steigerung. Danach die 5 Backoff-Sätze mit 102,5 Kilo gingen auch wieder sehr geschmeidig.
auch da wieder eine schöne Steigerung gehabt. Ja, in den vier Rückenübungen danach, ich glaube, irgendwo ein oder zwei Steigerungen und dann ein bisschen die gleichen Gewichte mehr Wiederholungen. Also alles in allem, die beiden Wocheneinheiten auch wieder sehr schön gelaufen, nach Plan, so wie es sein soll. Ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt Woche 5 aussieht, weil ich habe da noch keinen Plan bekommen. Der kommt ja immer Montag rum, dass ich dann ja quasi am Montagabend meist weiß, wie ich Dienstag zu trainieren habe. Deswegen, ich weiß es noch nicht, was kommt, ob jetzt Deload kommt oder ob wir nochmal höher gehen und danach Deload. Ich weiß es, wie gesagt, nicht genau. Werdet ihr aber im nächsten Video sehen. Deswegen abonniert den Kanal, bleibt auf jeden Fall dran, dann werdet ihr nicht verpassen, was die nächsten Wochen noch abgeht. Ja, mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ne, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Nächste Woche im Training.